dann Fortaleza-Schwüle, jetzt dazu noch Dauerregen mit Überschwemmungen in Recife. Die DFB-Elf kommt offensichtlich mit jedem Wetter klar, mal besser, mal schlechter. Bundestrainer Joachim Löw klebten die klatschnassen Haare während des Spiels wirr auf der Stirn. Ich glaube, für die Spieler war es angenehm, weil es war nicht ganz so heiß wie die letzten beiden Spiele. Aber ein heißes Duell gegen seinen Ex-Chef und Freund Jürgen Klinsmann wurde trotzdem nicht raus. In der ersten Viertelstunde war ordentliches Tempo drin. Danach gab es nur noch einen echten Höhepunkt. Im Regen einen trockenen Schuss. Mertesacker mit dem Kopf, Nachschuss, Tor! Thomas Müller! Wenn er mir schon mal so vor den Fuß fliegt, dann muss ich es versuchen. Dazu habe ich viel zu viel Lust, Tore zu erzielen. Kann man tatsächlich mal in die Kategorie schönes Tor einordnen. Drumherum managte die DFB-Elf fast schon bis zur Langeweile souverän die Partie. Auch ein Verdienst von Bastian Schweinsteiger. Er spielte für Sammy Khedira. Für die enttäuschenden US-Boys blieben gerade mal zwei mickrige Chancen. Zu viel Respekt, erklärte Klinsmann, der vor diesem besonderen Spiel offensichtlich auch viel mit sich selbst zu tun hatte. Es ist logisch, dass das einen beschäftigt. Auch die Familie, sowas beschäftigt, ist doch normal. Aber ich bin froh, dass es jetzt abgehakt ist. Sein erster Weg nach dem Apfel führte in die nassen Arme von Joachim Löw. Dieser wiederum umarmte jeden seiner Spieler. Das Achtelfinale als Gruppensieger ist in trockenen Tüchern. Da geht es um alles oder nichts. Entweder man gewinnt oder man fährt nach Hause. Also da ist natürlich immer eine ganz erhöhte Dynamik und Brisanz in diesen Spielen. Algerien ist am Montag der Gegner in Porto Alegre. Das bedeutet nochmal völlig anderes Wetter. Der Regen bleibt, aber die Wärme geht. Prognose für Montag: nasse 11 Grad. Wieder neue Bedingungen dann also für die deutsche Mannschaft. Der nächste Gegner Algerien schaffte am späten Abend ein 1:1 gegen Russland und qualifizierte sich dadurch für die Partie im Achtelfinale gegen Deutschland. Russland war früh, schon nach 6 Minuten in Führung gegangen, doch dann kam nur noch wenig vom Team des Star-Trainers Fabio Capello. Nach einer Stunde dann der Ausgleich durch Slimanis Kopfball, der ganz Algerien in einen Freudentaumel versetzt. Erstmals stehen die Algerier in einem WM-Achtelfinale und auch deren Topstar Sofian Figuli war natürlich überglücklich. Unser Ziel war es, eine tolle WM zu spielen und mit Algerien Geschichte zu schreiben. Heute haben wir das geschafft. Ich bin sehr stolz. Jetzt müssen wir uns ausruhen und uns auf das Achtelfinale konzentrieren. Die Russen fahren enttäuscht nach Hause. Erstmals gelang der Spornaja kein Sieg bei einer WM. 3 schwache Spiele und das 4 Jahre vor der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Armin Lehmann berichtete im Inforadio Sport. 10 Tote und zahlreiche Verletzte. 13 Jahre lang.
gegen Deutschland fand in den USA zur Mittagszeit statt und Zehntausende Amerikaner folgten dem Aufruf von Trainer Jürgen Klinsmann und machten 2 Stunden blau. In Chicago, New York und Washington jubelten Amerikaner und Deutsche gemeinsam, dass beide Mannschaften die sogenannte Todesgruppe überlebt haben. Auch wenn sich die meisten Fußballexperten einig waren, dass die deutsche Mannschaft das Spiel dominiert hat, das Fußballfieber greift in den USA weiter um sich. Selbst an Wall Street war Fußball wichtiger als Geld. Während des Spiels Deutschland-USA wurden 25% weniger Aktien gehandelt als sonst zu dieser Zeit. Im zweiten Spiel der Gruppe G siegte Portugal gegen Ghana mit 2:1. In der Gruppe H unterlag Südkorea Belgien mit 0:1. Algerien und Russland trennten sich 1:1. Im Achtelfinale spielt Deutschland am Montag gegen Algerien. In der Ostukraine ist eines der verschleppten OSZE-Beobachterteams freigekommen. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte das OSZE-Büro in Kiew am frühen Morgen mit, die 4 Mitglieder des Teams seien nach über einem Monat in Gefangenschaft von pro-russischen Kräften in Donetsk freigelassen worden. Über die zweite Gruppe machte die Organisation keine Angaben. Beide Delegationen waren über einen Monat verschleppt.
bis zum Spitzenwert der Spülanalyse 6500 Kubikmeter. Das wären 6.500.000 Liter Wasser pro Stunde, alleine im Tegeler Werk, einem von 9 Berliner Wasserwerken. Doch nach etwa 3 Minuten ist die krasse Phase schon vorbei. Ja, Moment, wenn die zu Hause alle losgehen, dann schon die eingespitzt. Die Kneipengänger, die noch in der Kloschlange stehen, fallen da nicht weiter ins Gewicht. Die Nachfrage sinkt schon wieder. Pünktlich zur zweiten Halbzeit sitzen alle brav vor der Glotze und sehen dann endlich das ersehnte Tor für Deutschland. Auch für die Wasserwerker wird der Abend nun entspannt. Zwar fließt auch nach dem Schlusspfiff der Urin in Strömen, aber ganz stressfrei. Jetzt ist ja Zeit. Und um die Folgen müssen sich eh die Klärwerker kümmern. Die Fußball-Weltmeisterschaft und besonders Spiele von Deutschland bringen erhöhte Anforderungen für die Berliner Wasserbetriebe mit sich. Das war ein Bericht von Anna Korris, 6.30 Uhr. EEG, drei Buchstaben, die für das Erneuerbare Energiengesetz stehen. Die Reform dieses Gesetzes will der Deutsche Bundestag heute verabschieden. Die Opposition ist wütend. Sie fühlt sich verschaukelt, weil Energieminister Gabriel kurzfristig 200 Seiten Änderungsanträge vorgelegt habe. Was genau bringt das Erneuerbare Energiengesetz und was verändert sich nach der Reform? Angela Ulrich aus unserem Hauptstadtstudio fasst zusammen. Das Erneuerbare Energiengesetz fördert klimafreundlichen Strom aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse. Bisher gab es garantierte Vergütungen und hohe Fördersätze. Das soll sich nun schrittweise ändern mit der Ökostromreform. Die Ziele. Das Erneuerbare Energiengesetz war bisher eine Art Technologieförderung, sagt dessen Architekt Wirtschaftsstaatssekretär Rainer Barke. Jetzt soll die Reform helfen, den Ausbau von Wind, Sonne und Biomasse in geregelte Bahnen zu lenken. Der Anstieg des Strompreises soll gebremst werden. Die Reform leitet auch das Ende von garantierten Zahlungen an Ökostromer ein. Und schrittweise geht es hin zu Ausschreibungsmodellen. Das heißt, den Zuschlag für Wind- oder Solarparks bekommt ab 2017 der günstigste Anbieter. Der Weg dorthin. Die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes bedeutet, nicht jeder kann mehr unbegrenzt grünen Strom erzeugen und bekommt das sicher bezahlt. Für Windenergie an Land gilt künftig beispielsweise ein Deckel. Ab einer bestimmten Menge wird für Strom in neuen Anlagen weniger gezahlt. Das Gleiche sogar mit noch engeren Grenzen betrifft Solarenergie und Biomasse. Auch bei Windrädern im Meer wird gekürzt. Hier haben mehrere Bundesländer die geplanten schärferen Regeln jedoch noch lockern können. Der Streit mit Brüssel. Zuletzt wurde die Ökostromreform noch zur Zitterpartie, denn die EU-Kommission stellte neue Forderungen, zum Beispiel bei der Frage der Eigenproduktion von Strom. Wirtschaftsminister Gabriel wollte ursprünglich große Industriebetriebe mit eigenen Kraftwerken besser behandeln als etwa Supermärkte mit einer Solaranlage auf dem Dach. Die Brüsseler Wettbewerbshüter haben protestiert. Nun werden alle gleich behandelt. Und kleine Solaranlagen auf Privathäusern sind eh von der Ökostromumlage ausgenommen. Zuvor schon hatten die Rabatte für energieintensive Unternehmen für Streit zwischen Berlin und Brüssel gesorgt. Hier wird das System nun zwar komplett umgebaut, die Firmen aber nicht mehr belastet als zuvor. Der Zeitplan. Es ist quasi ein Gesetzgebungsverfahren per Dampfwalze. Heute stimmt der Bundestag ab über ein Reformpaket, das erst in dieser Woche fertig geschnürt wurde. Nächsten Freitag ist dann der Bundesrat dran. Kommt auch da grünes Licht, tritt das Erneuerbare-Energien-Gesetz zum 1. August in Kraft. Nur dann haben Unternehmen ausreichend Zeit, um neue Anträge auf Ökostromrabatte zu stellen und nicht ab 2015 alle Ausnahmeregelungen zu verlieren. Die Große Koalition will heute im Bundestag die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes verabschieden. Das waren Erklärungen von Angela Ulrich, 6.33 Uhr. Erst Blondie, dann Rod Stewart. Zwei bald 70-jährige Rockstars sind in dieser Woche in Berlin aufgetreten. Das ist kein Zufall, sagt unser Kolumnist Thomas Heumann. 100 Sekunden Leben. Das ist ein echter alte Säcke-Sommer. Blondie, Rod Stewart, davor die Stones, Black Sabbath, Aerosmith und Patti Smith war schon im Februar da. Und zählt man Charles Aznavour auch noch dazu, kommt man auf fast 1000 Jahre Sex and Rocks and Rock'n'Roll. Und alle haben sie es ohne Rollator auf die Bühne geschafft. Wobei ich fast noch bemerkenswerter finde, dass Rod Stewart mittlerweile achtfacher Vater ist und der kleine Aiden erst 3. Vielleicht ist das der eigentliche Grund, warum wir uns diese röhrenden Lederstrümpfe anhören und gucken. Sie erinnern uns daran, was möglich gewesen wäre, hätten wir uns nur mehr getraut. Wer weiß, vielleicht wäre Karin da nicht zu diesem Typen nach Hamburg. Ja, ja, you can't always get what you want, schon klar. Obwohl Uschi Obermeier ja beide hatte, Mick Jagger und Keith Richard. Marianne Faithfull war dagegen wohl nur mit Mick zusammen. Ende November kommt das ehemalige Stones Babe ins Tempodrom.
Da hat Nana Mouskouri ihren Happy Birthday-Auftritt im Admiralspalast schon hinter sich. Würde mich nicht wundern, wenn die 80-jährige weiße Rosen auf ihr kurioserweise noch immer pechschwarzes Haar rieseln ließe. Aber der Betrug gehört zum Musikgeschäft halt dazu. Wer wüsste das besser als Udo Jürgens? Der alte Schwerenöter macht im September die 80 voll, hat aber angeblich nur 4 Kinder. Das Motto für sein Konzert lautet: Mitten im Leben. Und genau deshalb ist das auch ein alter Säcke-Sommer, weil es so viele davon gibt und egal, ob sie auf der Bühne stehen oder davor, sie alle wollen sich noch einmal vergewissern, dass sie mit der Hüfte wackeln können, zur Not auch mit der künstlichen. Inforadio Wirtschaft. Um 6.35 Uhr in den USA gab es gleich 2 Gründe zum Feiern. Erstens steht das Team von Trainer Klinsmann im Achtelfinale. Zweitens hat Sportartikelausrüster Nike einen wirtschaftlichen Sieg errungen. Nike wird nämlich mehr Schuhe und Sportshirts in Europa los. André Tonn aus unserer Wirtschaftsredaktion ist bei mir. Morgen, André. Schönen guten Morgen. Und du hast die Zahlen. Was steht bei Nike unterm Strich? Nike hatte im vergangenen Quartal ein besseres Geschäft gemacht als angenommen. Es wurde mehr verkauft. Europa hast du schon angesprochen. Der Gewinn stieg um 5% auf fast 700 Millionen Dollar. Viel Geld hat der Konzern in die Werbung zur Fußball-WM investiert, stattet die US-Fußballmannschaft aus und auch künftig winken gute Geschäfte. Die Auftragsbücher von Nike sind voller als erwartet. Mit Dauerkonkurrent Adidas liefern sich die Amerikaner im Moment ein Kopf-an-Kopf-Rennen. 9 tragen das Outfit von Adidas und 10 Mannschaften laufen mit der Bekleidung von Nike auf den Platz. Und wie hat die Aktie auf die guten Geschäftszahlen reagiert? Nachbörslich sprang der Aktienkurs von Nike um 3% in die Höhe. Und übrigens, auch die Börsianer in den USA sind Fußball-, sprich Soccer-Fans. Während des Spiels Deutschland-USA ging das Volumen beim Aktienhandel an der New Yorker Börse um ein Viertel zurück. Wie steht es um den Aktienhandel insgesamt heute früh? Die Vorzeichen der Indizes in Fernost sind überwiegend tiefrot. An der Börse in Tokio geht es 1,8% runter. Der Grund: schwache Aussichten für die Konjunktur in den USA und Äußerungen eines US-Notenbankers. Nun vermuten einige, dass die Fed die Leitzinsen doch etwas früher anheben könnte. Gift für die Aktienmärkte. Zurück in der Realität der Wirtschaftswelt. Herzlichen Dank, André Tonn. Wie stark belastet die Krise in der Ukraine die deutsche Wirtschaft tatsächlich? Das hat der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft betroffene Unternehmen gefragt und stellt das Ergebnis der Umfrage heute in Berlin vor. Christiane Gronau. Die deutschen Unternehmer fürchten die Folgen der Ukraine-Krise. Das hat der Geschäftsklima-Index des Münchner IFO-Instituts diese Woche gezeigt. Schon jetzt bekommt die deutsche Wirtschaft die angespannte Lage dort zu spüren. Die deutschen Exporte nach Russland sind im ersten Quartal dieses Jahres um 13% zurückgegangen, in die Ukraine sogar um 30%. Weil in beiden Ländern Maschinenparks und Infrastruktur veraltet sind, bieten sich dort vor allem für deutsche Maschinen- und Anlagenbauer, vor allem mittelständische Unternehmen, große Chancen. 17% aller Exporte des deutschen Mittelstands gehen nach Osten. Das ist weit mehr Umsatz, als deutsche Unternehmen in Amerika machen. Sollte die Krise in der Ukraine weiter andauern, dürfte sich das Geschäft für die 6.500 deutschen Firmen in Russland und die 400 in der Ukraine abschwächen. Welche Folgen die Unternehmer konkret befürchten, hat der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft im Juni gefragt und legt das Ergebnis der Umfrage.